Lukas, Kapitel 21, beginnt mit der Geschichte vom Opfer der Witwe. Und das zeige ich euch jetzt als Bibelcartoon. Einmal war Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, im Tempel. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es gab dort eine Spendenkasse, in die die Besucher des Tempels Geld geben konnten. Jesus beobachtete einige Zeit, wie Menschen dort Geld hineinwarfen. Nach einer Weile kam eine verwitwete Frau an und warf eine kleine Kupfermünze in die Kasse. Jesus beobachtete das und sagte zu seinen Jüngern, schaut euch die Witwe dort an. Ihr wisst, wie arm Witwen sind. Diese Frau hat heute mehr gegeben als alle anderen vor ihr. Die anderen haben nur einen Teil ihres Geldes gegeben. Sie aber hat alles gegeben, was sie hatte. Was dann passiert, möchte ich wieder aus der Volksbibel vorlesen. Einige von seinen Schülern schwärmten von der Architektur des Tempels, den schönen Steinen und den teuren Gemälden, mit denen er ausgestattet war. Jesus meinte dazu nur, seht euch das nochmal gut an, denn es wird mal eine Zeit kommen, da wird hier alles platt gemacht werden, nichts bleibt wie es ist. Wann geht das los? Gibt es irgendwelche Ankündigungen dafür? Fragten die Jungs. Passt nur auf, dass ihr nicht ausgetrickst werdet. Es werden viele Gurus kommen, die so tun, als wären sie ich. Sie werden rumgehen und erzählen, jetzt geht es los. Hört nicht auf sie. Wenn plötzlich in den Nachrichten überall von Kriegen und Aufständen geredet wird, dann bekommt keine Panik. Das muss alles so sein und wird auch noch nicht das Ende bedeuten. Auf der ganzen Welt werden sich die Länder gegenseitig den Krieg erklären. Eine Regierung wird der anderen drohen. Dann wird es überall schlimme Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden in der Welt ausbrechen. Im Weltall werden unerklärliche Dinge abgehen und alle werden Angst davor haben. Bevor das alles passiert, wird eine üble Zeit kommen, in der alle, die an mich glauben, große Probleme bekommen werden. Weil ihr zu mir gehört, wird man euch vor die religiösen und politischen Machthaber zerren und euch den Prozess machen. Das wird eine gute Gelegenheit sein, euch auf meine Seite zu stellen und allen Menschen von mir zu erzählen. Entscheidet euch schon jetzt dafür, nicht großartig an eurer Verteidigung vor Gericht zu basteln. Ich werde ganz nah bei euch sein und euch dabei helfen, die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Keiner eurer Gegner wird euch widersprechen können. Ihr werdet dann sogar von euren Eltern verraten werden. Nicht mal vor euren Geschwistern oder anderen Verwandten und Freunden seid ihr sicher. Sie werden euch verfolgen und töten. Alle werden überhaupt keinen Bock mehr auf euch haben und das alles nur, weil ihr zu mir gehört. Aber Gott passt auf euch auf. Kein Haar wird man euch ausreißen, wenn er es nicht zulässt. Werdet nicht weich, zieht euer Ding durch, dann werdet ihr es packen und für immer leben. Jesus redet weiter in dieser Art und Weise, er kündigt dann noch an, dass Jerusalem und irgendwann auch die ganze Welt zerstört wird, bevor Gott eine neue Welt aufbaut. Und das lese ich weiter aus der Volksbibel. Der Himmel wird mal kaputt gehen und unsere Erde wird es irgendwann auch nicht mehr geben. Aber was ich gesagt habe, das wird alles überleben. Leute, achtet aber darauf, dass ihr euch nicht ständig mit Alkohol oder anderen Dingen die Birne zulötet. Genauso sollt ihr euch aber auch nicht von den Sorgen über die alltäglichen Dinge ablenken lassen, damit ihr optimal vorbereitet seid, wenn der letzte Tag der Welt unerwartet kommt. Denn eine Sache ist sicher, dieser Tag wird für alle total überraschend kommen. Darum sperrt die Augen auf und stellt eure Lauscher auf Empfang. Betet ohne Ende, damit ihr durch diese Zeit heil durchkommt. Dann könnt ihr eines Tages alle ohne Angst vor dem Auserwählten Gottes stehen. Zu dieser Zeit ging Jesus jeden Tag im Tempel ab, um zu unterrichten. Nachts ging er auf den Ölberg, um dort die Nacht über zu sein. Morgens standen die Leute immer schon Schlange, um ihn im Tempel reden zu hören.
Also wir sehen hier nochmal, dass Jesus in dieser Zeit viel unterrichtet in Jerusalem im Tempel, dass er in der Nacht häufig auf dem Ölberg ist, vermutlich um zu beten und sich neue Inspirationen von Gott zu holen. Und mit diesen Erzählungen endet auch das Kapitel 21 von Lukas. Ciao, bis zum nächsten Video.